Ja, herzlich willkommen bei Velvet Cloud. Heute wird es erstmal wieder zum Einstand und so ein bisschen um wieder für mich persönlich an die Videos ranzukommen, denn die, naja, erzwungenermaßen schöpferische Pause, die ich jetzt zwischendurch gemacht habe, weil mir ein, zwei Sachen einfach zu viel geworden sind, werde ich jetzt einfach mal mit ein paar Liquids anfangen. Und die ersten, die ich vorstellen werde, das sind die Liquids von Matt Murdock. Und ich war eigentlich immer hinter einem nur von ihm her, weil ich gehört hatte, dass das halt so einen absinthartig, lakritzhaltigen, zitronigen Geschmack haben soll. Und ich mir gedacht habe, oh Mann, ja, das muss dann auch das Richtige für mich sein. Ich bin ja so Lakritzliebhaber, Anisliebhaber. Und es ist auch das Liquid, der Juice, von dem man am meisten hört. Das ist jetzt eine Flasche von Liberty Flies. Und das sind 20 Milligramm. Das ist das Radiator Fluid. Dann habe ich mir noch das Agent Orange geholt. Das gab es vor dem Radiator Fluid. Und ich habe mir noch Maharas geholt. Bei Maharas war ich mir nicht sicher, aber wollte mich zumindest mal so ein bisschen auf das Experiment einlassen. Das hat 9%, also 9 Milligramm, 0,9% Nikotin. Das war jetzt die falsche Flasche. Das Agent Orange hat auch 9 Milligramm. Und das Radiator Fluid kann man hier sehen, 2%. Das hat 20 Milligramm. Und das wird auch in erster Linie nur in den Stärken vertrieben, also in sehr hochdosierten Nikotin. Dafür gibt es dann allerdings noch den Cutter. Und der hat 0%. Ich hatte jetzt tatsächlich die 20 Milligramm auch erstmal so gedampft, um den einfach klaren Geschmack zu haben, ohne runter zu mischen, und fand den Geschmack ein bisschen, ja, hat mir nicht gefallen. Ist auch nicht so anishaltig gewesen, kam nicht auf den Punkt für mich, und das fand ich ein bisschen komisch. Und da ich allerdings 6 Flaschen Fluid hatte und 3 Flaschen Cutter, dachte ich mir, probiere es erstmal mit 20 und dann hin und wieder mal nur so ein bisschen, so wie man früher gewissen Tabak in der Pfeife auch nur hin und wieder mal geraucht hat, weil er eher ein bisschen stärker war und man den nicht dauer rauchen konnte. So habe ich das jetzt mit dem Fluid auch gemacht. Das Agent Orange habe ich probiert, das Maharas habe ich probiert, und da war ich schon mal recht von angetan, denn Matt Murdock, der ist eigentlich ein Scientist, also hat ein bisschen was mit Chemie zu tun und mit anderen Sachen, und ist so der erste gewesen, das hatte ich auch in dem Scorpion Blood Video schon gesagt, der diese Twisted Geschmäcker, also mehrschichtige Liquids auf den Markt gebracht hat. Und da war er mit dem Agent Orange, hatte er schon mal gut gelandet, aber das hat noch nicht ganz den Erfolg gehabt wie jetzt das Radiator Fluid. Es gibt noch das 710. 710 ist in Amerika eine bestimmte Ölsorte, wenn ich das jetzt richtig weiß, und ist ein kaffeehaltiges, also ein mit Kaffee versetzter Geschmack. Ich ärgere mich jetzt ein bisschen im Nachhinein, dass ich es nicht auch noch bestellt habe, denn ich bin von dem Maharas und von dem Agent Orange extrem angetan, obwohl das Fluid wesentlich mehr in der Community angekommen ist, muss ich sagen, sind die Liquids auf einem sehr hohen Level. Ich würde fast noch sagen, naja, über dem Scorpion Blood nicht. Das Scorpion Blood spielt schon mit in dieser Liga, habe aber das Gefühl, dass das Scorpion Blood so ein bisschen ein Klon von dem Fluid sein könnte. Es hat zwar noch ein paar andere Tiefen, aber in erster Linie ist es grün,
Nun gibt das ja nicht ganz so viele Farben, aber es hat auch sehr viel von dem Geschmack, wie ich das pure Pluit probiert hatte. War das so ein bisschen, wo ich dachte, ja, nee, das Skorpionblatt gefällt mir besser. Da habe ich den Cutter noch benutzt und habe das auf 9 Milligramm runtergecuttet, also auf ca. 10 Milligramm, 10 bis 12 Milligramm, habe das so ein bisschen frei Schnauze gemacht und durch den Cutter hat es eigentlich erst den richtigen Geschmack gekriegt. Jetzt ist natürlich die Frage, schmecke ich hochdosierte Nikotinliquids anders? Sind mir die zuwider? Ist das zu stark für mich? Glaube ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass da der Cutter und das Pluit aus verschiedenen Batches stammen, denn der Cutter war noch vorhanden bei Liberty Fly, aber das Pluit hat man nicht mehr bekommen, habe ich eher das Gefühl, dass der Geschmack vielleicht ein bisschen angepasst wurde. Jetzt rede ich hier die ganze Zeit viel über Liquids. Ich werde mal anfangen zu dampfen und ich werde mal mit dem Agent Orange anfangen. Auf den Flaschen steht leider nicht, welches Verhältnis sie haben, PGVG. Ich habe nur auf dem Pluit rein PG stehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe die nochmal hier in extra Flaschen, weil die Hartplastikflaschen sind nicht so schön zum Drippen. Und dieses Fluid kommt in einer weicheren Flasche, da könnte man gut mit drippen, aber das habe ich mir ja mit dem Cutter runtergemischt. Und der Cutter ist halt in so einer Hartplastikflasche wiederum. Und so habe ich mir jetzt von allen dreien jeweils in meinen Lieblingsdripperflaschen das umgefüllt. Das Agent Orange hat eine schöne orange Farbe. Hier wirkt es jetzt ein bisschen gelber in der Kamera, aber das ist schon ein schönes Orange. Das Maharas hat eine leicht rot, so ein bisschen ins Lila gehende Farbe, also so ein bisschen pinkig, aber nicht wirklich. Und dann halt das grüne Pluit. Ich habe hier jetzt das Agent Orange drinne. Und 9 Milligramm im Tröpfler, das ist schon eine Hausnummer für mich, wobei ich mich jetzt den Abend so ein bisschen auf die Videos vorbereitet habe, schon mal wieder ein bisschen vorgedampft und ein bisschen vorgekostet, auch nochmal ganz gezielt. Ansonsten die letzten Tage habe ich es einfach erstmal nur als Liquid gedampft genossen, ohne mir wirklich Gedanken drüber zu machen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass das Agent Orange und das Pluit zumindest eine gleiche leichte Unternote hat. Ich kann das nicht als Geschmack definieren. Hat so ein bisschen was von Tannennadel, aber jetzt nicht wirklich Tannennadel in dem Sinne, sondern eher so ein bisschen kräuterhaltig. Die Kopfnote beim Agent Orange ist auf jeden Fall ein sehr schönes Orange. Also ein SS, ich habe von Inavera Orange, das ist immer so ein bisschen ja, so wie ein Fanta. Und dann gibt das Orangesorten wie zum Beispiel bei TPA. Die haben ein Orange Creamy, da ist die Orange auch mehr eine richtige Zitrusfrucht und nicht so wie diese Bonsche, die man sonst zum Beispiel in einem 2 kennt. Und hier hat man auch eher einen schönen zitronenhaltigen Orangengeschmack, aber es hat auch noch so eine fruchtige Unternote. In Beschreibung dazu habe ich Mango gelesen, Tangerine, also halt Mandarine. Für mich hat das Ganze eine leichte Ingwernote, also wie Ginger Ale.
nicht wie diesen, so richtig diese Ingwernote, sondern das Ginger Ale von Schweppes. Und es ist süß. Es ist auf jeden Fall sehr süß an den Lippen. Ich habe es zwischendurch auch einmal probiert, um eventuell die Geschmäcker so ein bisschen auf der Zunge mehr rauszufinden als jetzt über den Dampf. Das mache ich ganz gerne mal mit Liquids und habe da auch so ein bisschen was Mandarinenartiges, aber auch noch eine leichte, nicht blumige Unternote, aber so eine leichte florale Unternote, die sehr angenehm ist, weil ich eigentlich so florale Sachen nicht wirklich mag. Beim Einatmen kommt so eine ganz leichte, die leicht süßlich-bittere Note hinten und beim Ausatmen hat man dann wesentlich mehr von dem Orangen und es ist wirklich lecker, es funktioniert für mich. Ich habe ja auch ganz viele eigene Sachen zusammengemischt und man kann nicht einfach 5, 6, 7 Aromen zusammenkippen und dann hat man einen klasse Geschmack. Das funktioniert sehr oft nicht richtig. Ich werde im nächsten Video auch die Mom-and-Pop-Aromen vorstellen und dampfen und da funktioniert das auch nicht wirklich bei allen. Oftmals habe ich bei den Geschmäckern, dass ich die separiert schmecke und nicht die Gesamtkomposition. Und hier bei dem Agent Orange wie auch bei den anderen beiden Geschmäckern funktionieren die Mad Murdock Liquids bei mir sehr gut. Werd mal das Pluit dampfen. Das war jetzt übrigens hier auf der Walküre mit 0,5 Ohm als Dualcoil. Hier jetzt auf Nemesis den Trident V2 im Dual Coil mit 0,4 Ohm. Und nachdem ich das mit dem Cutter vermischt habe, ohne den Cutter habe ich die stark. Es ist das, was mich so ein bisschen an Geruch von Tannennadeln erinnert als Geschmack. War sehr viel stärker. Jetzt habe ich mit dem Pluit Cutter zusammen auf jeden Fall direkt das Anishaltige. Es kommt sehr dicht an einen Absinth-Geschmack heran, der auf jeden Fall mit viel Kräutern und einem hohen Anteil von Anis gebrannt wurde. Es hat eine frische, zitronige Note und der beim Inhalieren habe ich einen eher stärkeren kräuterartigen Geschmack und beim Ausatmen habe ich eher den wirklich schön runden, süßlichen, zitronigen Geschmack. Und man hat auf jeden Fall eine sehr starke anishaltige Kopfnote, die sehr stark an das Scorpionblatt erinnert, wobei das Pluit gibt es schon länger als das Scorpionblatt, also sollte das dann eigentlich eher umgekehrt heißen. Das Scorpionblatt ist ja als Double Strength verkauft worden, das heißt doppelt dosiert, so dass man sich das auch runter verdünnen kann. Das Scorpionblatt ist süßer. Es ist sehr viel klebriger im Mund und das Pluit ist frischer. Hier im Trident kommt beim Dampfen auf jeden Fall die bittere Note sehr viel stärker zu tragen als
haben ihn vorher hier mitgedampft, in dem Castle auf dem Poldiak. Da werde ich, glaube ich, das nächste Video von machen, nach den Mom-and-Pop-Aromen. Da ist die Wicklung anders angelegt. Da habe ich eine einen geflochtenen Draht drinne und da kommt das Liquid noch mal anders. Mir ist jetzt auch bei den ganzen Testereien aufgefallen, dass Liquids von Verdampfer zu Verdampfer auch unterschiedlich schmecken. Und irgendwann finde ich einen Verdampfer raus bei den Liquids, wenn sie denn so lange halten, wo ich sage, das ist für mich der angenehmste Geschmack. Das Pluit darf man auf gar keinen Fall in Makrolon, also in Plastiktanks tun, weil sich das sofort durchfrisst. Ich nehme mal an, das wird einen hohen Anteil an Triazidin haben, wobei ich das nicht weiß. Es könnte auch eine Zitronennote sein, die das macht. Da will ich nichts Falsches sagen. Inhaltsstoffe sind nicht angegeben, aber auf jeden Fall nur in Pyrex, also Borosilikat oder in Metalltanks verwenden. Der für mich wirklich umstrittenste Geschmack der drei, das ist das Maharas. Das Maharas, da hatte ich Kommentare zugelesen, wo ich dachte, oh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt 6,50 Pfund irgendwie in die Tonne treten kann oder nicht. Ich lasse mich da mal drauf ein. Und das ist ein Multigeschmacks Liquid. Welches bei mir tatsächlich funktioniert. Ich mag zum Beispiel nicht wirklich Räucherstäbchen, aber hier habe ich ein Untergeschmack und es soll auch so ein bisschen ein indisches Liquid sein oder indisch angehaucht und ich habe hier etwas von Jasminräucherstäbchen, von Gewürzen, eventuell ein wirklich typisch indisches Gewürz, was man so bei indischen Essen ein bisschen mit unterschwingend hat. Es hat eine extrem florale Kopfnote. Es schmeckt so im Nachhinein treten immer wieder mal so andere Nuancen auf, aber die Kopfnote ist eigentlich immer die starke Räucherstäbchen-ähnliche Kopfnote. Und es ist ein sehr weiches Liquid. Also der Geschmack an sich umhüllt so ein bisschen die Zunge und ist so ein bisschen weich im Abgang. Das ist wirklich Hammer. Das ist wirklich Augen schließen und dampfen und das ist wie eine Party auf Goa. Es ist, alle drei sind kein All-Day-Liquid. Das heißt, ich erstmal habe ich jetzt nicht so viel davon gekauft. Das Pluit könnte ich einen Tag über durchdampfen. Da habe ich genug von da, von den anderen beiden nicht. Aber es sind alles drei Geschmäcker, die sehr, sehr intensiv sind, die auch sehr, sehr lange halten im Mund. Das ist wirklich was für punktuell entspannende Dampfpausen, Dampfmomente. Da kann man sich wirklich zurücklehnen und sagen, ja, es ist auch mit nichts, was man irgendwie naschen könnte oder wo man jetzt sagt, oh ja, das hier ist eine Torte und das hier ist ein Fruchtsalat. Nein, es sind wirklich
Es sind Geschmacksreisen. Es ist sehr schwer auszudrücken, aber es ist ein Geschmackserlebnis. Man dampft es und es fangen an, Vorgänge im Kopf abzulaufen, die einen so ein bisschen auf eine Reise schicken, um das Ganze identifizieren zu können. Aber man steigt nicht wirklich dahinter. Was ich damit zum Beispiel meine, das werde ich euch im nächsten Video bei Mom and Pop etwas genauer erklären. Denn da habe ich bei einem Liquid die ganze Zeit überlegt, was die Unternote ist. Und ich fand das die ganze Zeit eher nicht so toll, dieses Liquid. Habe aber die Beschreibung dazu nicht gelesen. Und dann hat man mir gesagt, was der Geschmack ist. In dem Augenblick habe ich beim Dampfen auch diesen Geschmack immer wieder geschmeckt. Das ist bei diesen drei Liquids nicht wirklich vorhanden. Es ist etwas Besonderes. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass da von Matt Murdock vielleicht nochmal wieder ein schönes Liquid kommt, was passt. Ich bin mir aber auch sicher, dass man so ein Rezept, so ein gut funktionierendes Liquid nicht einfach aus dem Ärmel schüttelt. Da wird man lange, lange für probieren, da wird man lange, lange für testen müssen und man muss eine Art von Geschmack treffen, den auch andere wirklich gut finden. Und gerade bei dem Maharas muss ich sagen, das ist wie eine Urlaubsfahrt ins Ungewisse, wo man nicht weiß, was einen erwartet. Das ist eine wirklich hohe Kunst an Mischtalent, an Liquid, was seinesgleichen sucht. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich hoffe, ich konnte euch die Liquids ein bisschen näher bringen. Ich selbst finde sie so gut, dass ich auf jeden Fall meine Augen offen halten werde. Von dem Fluid habe ich noch eine Menge, aber bei dem Agent Orange und auch bei dem Maharas werde ich noch mal nachbestellen. Jetzt habe ich hier noch mal wieder eine fruchtige Note von dem Maharas. Also das ist wirklich, dass sich das immer wieder ein bisschen wandelt. Es gibt ja auch so ein Mystery Liquid, was irgendwie immer anders schmecken soll, wenn man das dampft. Eine leicht holzige Note, das die spreche ich so ein bisschen so diesem Räucherstäbchen mit zu. Ja, das ist einfach wirklich schön. Ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, außer dass Pluit ist, wenn es auftaucht, immer wieder recht schnell verkauft. Bei Liberty Flies hielt es diesmal, glaube ich, 2 Tage. Das ist das Längste, was ich bis jetzt gesehen habe. Wenn es in den Staaten irgendwo in einem Shop auftaucht und man ist in den ersten 1,5 Stunden nicht am Start, dann verpasst man das meist. Ob das gerechtfertigt ist, das müsste jeder selbst wissen. Bei 20 Milligramm und dem Cutter zum selben Preis von 6,50 Pfund liegt man auf jeden Fall in einem höheren Preissegment von Liquids. Ich selbst würde, wenn es denn geben würde, und das tut's nicht, man kann sie nicht als Aromen kaufen, ich würde mich nicht trauen, sie als Aromen zu kaufen, sondern ich würde sie immer wieder als Liquids kaufen, um wirklich das zu dampfen, was Matt Murdock sich dabei gedacht hat. Wenn ihr gerade dabei seid, mit dem Rauchen aufzuhören, wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Und wie immer an dieser Stelle an alle Dampfer, gut Dampfen.